Wir leben in Westeuropa in einer sexualisierten Welt. Halbnackte Körper in der Werbung, Bettszenen im Vorabendprogramm und Bikini-Fotos der Mitschülerinnen auf Instagram. Gleichzeitig fällt es sehr schwer, überhaupt über Sexualität zu sprechen. Das ist aber gerade wichtig für Jugendliche, die ihre Sexualität entdecken und Fragen dazu haben. Bei mir im Studio ist Dr. Ute Buth. Sie begleitet Eltern, Lehrkräfte und Schulklassen rund um das Thema Sexualaufklärung. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuschauer. Und schön, dass Sie da sind, Frau Buth. Vielen Dank für die Einladung. Ein wichtiges Thema, Sexualität. Jetzt habe ich gesagt, es ist ja sehr präsent in der Gesellschaft und trotzdem fällt es schwer, darüber zu sprechen. Warum? Ja, ich glaube, das hängt sehr von der eigenen Prägung ab, wie schwer es tatsächlich fällt, über Sexualität zu sprechen, von der eigenen Lerngeschichte, von der Kultur, aus der man kommt. Und in Deutschland haben wir zwar eine Geschichte, in der wenig über Sexualität gesprochen wurde. Wenn man so ins letzte Jahrhundert zurückgeht, war das noch so bis Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ein absolutes Tabuthema. Aber inzwischen nimmt es, wie Sie es richtig gesagt haben, in den Medien tatsächlich Fahrt auf. Gleichzeitig stellen wir so fest, dass Einzelne nach wie vor nicht besonders sprachfähig sind. Und nur wenn man Sexualität sieht, heißt es ja auch nicht, dass man darüber spricht. Das sind ja auch noch mal zwei Sachen, da kommen wir gleich noch mal drauf. Ja. Bevor wir da einsteigen, was ist denn Sexualität überhaupt? Ja, das ist auch wieder eine spannende Frage. Wenn man vom Biologischen her guckt, ist Sexualität eigentlich erstmal die Definition unserer Geschlechtlichkeit. Also von einer Art, dass es verschiedene Fortpflanzungstypen gibt. Aber das ist natürlich nicht das, was wir vielleicht im weiteren Sinne unter Sexualität verstehen. Das ist was, was zu tun hat mit Empfindungen, mit Verhaltensweisen, die wir in Bezug auf unser Geschlecht haben und die wir in Interaktion zum Beispiel zu anderen leben. Das hat was zu tun mit Lust, mit Fortpflanzung. Das ist eigentlich ein ganz weites Feld. Und ich finde die Frage total wichtig, dass Sie die stellen, weil wenn wir über Sexualaufklärung sprechen, dann ist es auch wichtig, dass man weiß, was verstehe ich denn unter Sexualität, was möchte ich eigentlich vermitteln, weil wir oft nur sehr einen eingeschränkten Bereich betrachten und dann vielleicht zum Beispiel Kindern erzählen, Sexualität ist zum Zeugen von Kindern da. Und Kinder hören dann nichts anderes und denken, okay, wir sind vier Geschwister, Mama und Papa haben viermal miteinander geschlafen. Gehört noch viel mehr dazu. Mhm. Also dieses erstmal der erste Punkt, so erstmal sich bewusst werden, worüber spricht man überhaupt und wie kann man dann zu so einer Sprachfähigkeit kommen? Also erstmal sich dessen bewusst werden, stelle ich mir vor, ist ein langer Prozess und dann so darüber zu sprechen. Mhm. Wenn man das nicht gelernt hat, ist es tatsächlich ein Lernprozess. Dann kann man nicht sagen, okay, ich muss das jetzt machen und ab jetzt mache ich das einfach. Ja? Weil es ja oft auch mit unbewussten Gefühlen zu tun hat, mit einem Schamgefühl, was man vielleicht aus seiner Lerngeschichte mitbringt. Wenn ich Seminare dazu halte, das mache ich in Schulen, in Gemeinden, in Kindertagesstätten, dann spreche ich mit Eltern oft erstmal darüber, aus welcher Herkunft sie kommen, aus welchem kulturellen, aber auch, wir sind ja hier bei einem christlichen Sender, auch aus welchem Gemeindekontext sie vielleicht kommen, was sie für eine Prägung mitbringen. Und auf der anderen Seite, was sie für Ziele verfolgen mit Sexualaufklärung. Das ist oft so, dass man auf der einen Seite vielleicht feststellt, ja, ich habe gar keine Aufklärung bekommen. Auf der anderen Seite möchte ich schon gerne aufklären, aber ich weiß gar nicht, wie kriege ich das denn jetzt zusammen. Und wenn man versteht, wie sexuelles Lernen funktioniert, dass es nicht meint, sexuelle Lerngeschichte, wir haben unseren ersten sexuellen Kontakt und dann lerne ich was über Sexualität, sondern dass Sexualität ist, was uns unser ganzes Leben lang prägt, dass Lerngeschichte tatsächlich beginnt, wenn wir als Babys im Bauch unserer Mama entstanden sind, mit der Zeugung, dann kann ich viel mehr verstehen, wie greift das denn ineinander und wie kann ich auch Lerngeschichte verändern und sprachfähig werden. Das heißt, es ist kein Ausschlusskriterium, wenn Eltern jetzt sagen, ich wurde ja selbst gar nicht aufgeklärt, bei mir hat es auch irgendwie geklappt, jetzt ja, dann lassen wir es. Oder ich weiß halt einfach nicht, dann lasse ich es auch, weil ich Angst habe. Das ist kein Argument. Naja, also willkommen im Club, würde ich dann antworten. Ich bin auch nicht aufgeklärt und stehe heute hier und unterhalte mich mit Ihnen darüber. Das ist aber auch nicht von jetzt auf gleich gekommen. Ich bin mit 20 zum Glauben gekommen und in meiner Prägung war Sexualität etwas, über das man nicht sprach. Und es war irgendwie komisch und ja, ich habe kein gutes Bild von Sexualität mitbekommen. Nicht bewusst, was meine Eltern mir irgendwas Komisches erzählt hätten, sondern sie haben wenig bis gar nichts dazu gesagt. Sodass man im Prinzip erstmal festhalten muss, man kann nicht nicht aufklären. Man klärt immer auf durch die Art, wie man sich verhält, ist man Lernvorbild für Kinder. Und damit picken sich Kinder quasi den Teil raus, den sie beobachten. Und was das bedeutet, wenn man das nicht macht oder nicht bewusst macht, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Jetzt haben Sie das erwähnt, diese Lerngeschichte beginnt gleich von Anfang an. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen? Was heißt das?
Wir entstehen ja aus einer Eizelle und einer Samenzelle, die jeweils die halbe menschliche Erbinformation tragen. In dem Moment, wenn die Samenzelle in die Eizelle hineinschwimmt, wird unser Geschlecht festgelegt. Wir sind ab dem Moment geschlechtlich. Und von dieser ersten Zelle sind wir komplett entstanden. Ich erkläre das Kindern gern wie so ein Lego-Bausatz, dass wir quasi aus einer Zelle, die sich immer mehr vermehrt hat, alle geworden sind, so wie wir eigentlich ein komplettes Bausteinmodell sind. Und jede Zelle an unserem Körper trägt wirklich diese Information. Wir sind durch und durch geschlechtlich. Ja, diese erste Zelle, wie so ein Zelldrucker, vermehrt die sich. So, und wenn die Babys jetzt im Bauch ihrer Mama entstehen, dann bilden sich schon während sie im Bauch sind die Geschlechtsorgane aus. Sie lernen schon, das ist eine wichtige Basis für spätere Sexualität. Es gibt andere Menschen, sie gehen in Kontakt zur Mama. Sie merken, da ist jemand. Sie lernen, ihre Sinnesorgane in Gebrauch zu nehmen. Sie bekommen mit, ob die Mama sich freut oder sich ärgert über Botenstoffe, die sie über die Nabelschnur mitbekommen. Und sie kriegen vielleicht auch mit, ob die Mama in der Schwangerschaft Sexualität hat oder nicht und wie man sich dabei fühlt. Wenn ich das in Vorträgen erzähle, dann kommt oft so ein Hilfe. Ja. Ich glaube, dass das wirklich ein Mosaikstein ist von sexueller Lerngeschichte, dass das nicht so ein absolut prägendes Element ist, aber dass es ein Element ist, in dem Kinder auch was darüber lernen. Wenn sie geboren werden, dann lernen sie zum Beispiel, wie werden meine Bedürfnisse gestillt, werde ich gehalten, wie werde ich gestreichelt, wie erlebe ich überhaupt Körperberührung, wenn sie an Sexualität im Erwachsenenalter denken, wichtige Grundlagen, die da schon gelegt werden. Kinder lernen, dass sie geschlechtlich sind und dass es aber auch noch ein anderes Geschlecht gibt. Dass sie zum Beispiel als Mädchen zugucken, wenn der kleine Bruder gewickelt wird und fragen, wie sah ich als Baby aus? Und wollen wissen, hatte ich auch einen Penis, den ich jetzt verloren habe? Und stellen fest, nein, okay, es gibt doch ein anderes Geschlecht, ich sah ganz anders aus und lernen so diese Unterscheidung. Dann geht das weiter, das ist jetzt eine recht lange Geschichte, aber ich werde das ein bisschen raffen. Im Kindergartenalter, von den Eltern, in der Schule bekommen wir ganz viele Informationen, auch in der Werbung um uns herum. Alles Eindrücke, die wie Mosaiksteine in Lerngeschichte einfließen. Wir lernen, Beziehungen überhaupt einzugehen. Und das alles weit, bevor wir den ersten Freund oder die erste Freundin haben. Ich vergleiche das gerne mit einem hochkompliziert gewobenen Orientteppich, den jeder Mensch hat. Und so individuell, wie wir Fingerabdrücke haben, so individuell sind sexuelle Lerngeschichten. Das heißt, es treffen sich auch nie zwei Menschen, die wie weiße, unbeschriebene Blätter dann heiraten und eine gemeinsame Lerngeschichte weben, sondern es kommen zwei komplizierte Orientteppiche zueinander, die erstmal feststellen müssen, was bringen wir für Muster mit. Wir sind sexuelle Wesen, unabhängig davon, ob wir Sexualität leben oder nicht. Mhm. Wann erkennen Kinder das denn selbst? Jetzt haben Sie gesagt, schon im Mutterleib, das ist ja eher was Unbewusstes, was dann einfach so aufgenommen wird, aber so dieses Bewusste, ich bin ein Mädchen, da gibt es Jungs oder... Ja, also das fängt schon so mit anderthalb, zwei Jahren an, dass sie dieses Bewusstsein für sich entdecken. Das reift natürlich immer mehr aus. Da entstehen ja auch ganz viele Lernprozesse. Man muss ja erleben, ich bin ein Mädchen als Mädchen. Dann muss ich lernen, wie bin ich als Mädchen im Kontakt zu anderen Mädchen? Wie bin ich im Kontakt zu Jungen? Das sind ja alles Lerngeschichten, die entstehen, bis wir wirklich als Erwachsene in unserer sexuellen Identität, in unserem Empfinden wirklich angekommen sind. Aber es gibt ja so viele Punkte, die Sie jetzt auch so angeschnitten haben. Kann man Kinder denn zu früh damit konfrontieren, wenn Sie jetzt sagen, so zwei Jahre ist ja noch richtig klein oder nehmen wir selbst Kindergartenkinder. Warum müssen die das denn alles wissen oder müssen sie alles wissen? Naja, alles müssen sie sicherlich in dem Alter nicht wissen. Es ist aber wichtig, dass wir gute Grundlagen legen. Sie haben mir hier freundlicherweise so ein Glas Wasser hingestellt. Und Medienwissenschaftler sagen, dass die Erstinformation, die jemand bekommt, das Wissensglas des Kindes prägt wie zäher kristallisierter Honig. Und was bedeutet das? Ja, nicht wie Wasser, genau. Also das heißt, zähen kristallisierten Honig aus dem Glas rauszubekommen, ist schwierig. Erstinformation prägt uns total. Wenn wir keine gute Erstinformation geben, keine gute Grundlage legen, bekommen Kinder diese Informationen von anderer Seite. Wir können als Eltern nie mitbestimmen, wann jemand anders diese Inhalte an unser Kind heranträgt. Das kann im Schulalter sein, das kann im Kindergartenalter sein. Gerade durch die neuen Medien werden Kinder heute viel früher mit Inhalten konfrontiert. Und wenn wir keine Grundlagen gelegt haben, dann können Kinder sich gar nicht vorstellen, dass überhaupt Sexualität zum Beispiel eine Art ist, wie Erwachsene sich ihre Liebe zeigen. Und deshalb halte ich es für so wichtig, Kinder aufzuklären. Sie haben jetzt auch gefragt, kann man denn zu viel, was müssen die denn wissen?
Ich erkläre das gerne so auch mit Bausteinen, dass man wirklich sehr niederschwellig anfängt. Ich habe meinen Kindern zum Beispiel erzählt, dass ich im Bauch ein Zimmer habe, das Zimmer Gebärmutter, in dem sie gewohnt haben, und habe versucht, so Lebensbezüge zu den Kindern herzustellen. Zum Beispiel waren sie im Schwimmkurs und ich habe erklärt, dass in dem Zimmer Gebärmutter auch ein Schwimmbad war, dass sie da im Wasser gelegen haben. Wir waren an der Bushaltestelle, ich habe zwei Mädchen, eine ältere Dame guckte uns an und guckte so meine Tochter an, guckte mich an und sagte, du hast aber irgendwie die Augen deiner Mama bekommen und die Haare. Und dann stieg die in den Bus ein und ich sagte dann zu meiner Tochter, weißt du, warum sie das gesagt hat? Weil wenn ein Baby entsteht, dann bekommst du die Hälfte von der Mama und die Hälfte vom Papa mit. Und du hast offensichtlich meine Haare und meine Augen mitbekommen. Was hatte ich da erklärt? Eigentlich Zeugung, aber auf einem ganz niederschwelligen Level, den man dann langsam aufstocken kann, dass man immer mehr Kindern dazu erklärt und sie dann auch wissen, okay, irgendwann sprechen wir dann über Eizelle und Samenzelle. Da ist noch lange nicht vielleicht die Rede von Penis und Scheide, das kommt dann später dazu. Ja, und so kann man quasi an vorhandenes Wissen dann andocken und Kinder immer mehr aufklären. Das heißt ja auch, dass man wirklich so die Situation nutzt, dass man auch darauf eingeht. Das heißt ja, dass man als Eltern auch sehr bewusst ist, oder? Dass man, sie müssen ja auch in dem Moment erkennen, ah, das ist jetzt ein Anknüpfungspunkt, den greife ich jetzt mal auf. Die Situation ist gerade günstig, sage ich mal. Ja, das finde ich auch wieder ein sehr zentrales Element, was Sie jetzt ansprechen. Sexualaufklärung gehört für mich wirklich in den Lebensalltag hinein. Aber nicht überrepräsentativ, sondern so, wie ich meinen Kindern überhaupt die Welt erkläre, erkläre ich ihnen auch Sexualität als selbstverständlichen Teil dieser Welt. Wenn Kinder ihren Körper entdecken, dann wäre es ja eigentlich befremdlich zu sagen, wir klammern jetzt die Geschlechtsorgane, die Gott offensichtlich von Anfang an angelegt hat, dabei aus. Nicht, dass wir als Eltern sie darauf aufmerksam machen, aber wenn sie die für sich entdecken, ist das auch natürlicher Teil ihres Seins. So, und das heißt, ich versuche schon, es in den Alltag hineinzunehmen und auch aktiv Situationen aufzugreifen, ja. Es ist aber kein Termin, den ich mir jetzt in den Kalender anschreibe, wir müssen mal reden, dieses peinliche Gespräch, bei dem viele Kinder dann schon abwinken und sagen, komm, lass sein, erspar es dir und mir. Ich glaube, Kinder merken sehr schnell, ob wir sprachfähig, ob wir ansprechbar sind dafür. Und wenn wir so ein Gesprächsangebot von Kindern bekommen, ist es wichtig, dass wir darauf eingehen. Natürlich nicht bei Aldi an der Kasse. Wenn das Kind dann fragt bei Aldi, wie kommt das Baby in den Bauch, dann fragen alle Miteinkäufer auch, was sagt sie jetzt? Ja, dann kann ich dem Kind schon sagen, du, ich muss hier gerade meinen Einkauf bezahlen, wir können das gleich im Auto besprechen. Dann muss ich es aber auch im Auto irgendwie aufgreifen und nicht sagen, hoffentlich hat das Kind das vergessen und ich bin noch mal drumherum gekommen. Weil das Kind dann lernt, okay, sie hat es weggeschoben und ich kriege keine Antworten. Ich habe gefragt und nichts kam zu. Genau. Das bedeutet ja auch, dass man so Sexualität als ganz natürlichen Teil des Lebens begreift. Das fällt ja vielen Menschen schon schwer, oder? Weil das, würde ich jetzt mal behaupten, in so einer eben Tabu-Ecke ist. Das gibt's halt und alle kennen das ja irgendwie auch, aber man spricht halt nicht drüber. Und meine Theorie ist, dass es einfach Menschen sehr schwer fällt, das zu akzeptieren als diesen natürlichen Teil. Das würde ich auch nicht verallgemeinern. Es gibt, glaube ich, Menschen, die das sehr gut für sich akzeptieren und auch gut als Teil ihres Lebens begreifen können. Ich glaube aber, wenn ich noch mal von der christlichen Seite kommen darf, dass wirklich in der Sexualität ganz viel steckt, dass dieses Kennen, die Bibel verwendet an der Stelle das Wort ja da für erkennen, Adam erkannte Eva, dass das eine zentrale Bedeutung hat, dass es nicht so ein, so ein Deckmäntelchen ist, was Gott so drüber legt und sagt, ich spreche das Wort Geschlechtsverkehr nicht aus, sondern dass er bewusst an der Stelle uns deutlich machen möchte, das ist eine Möglichkeit, einen anderen Menschen zutiefst kennenzulernen, näher als ich jeden anderen kennen kann. Und von der Seite her hängt es, glaube ich, auch viel damit zusammen, wie sehr habe ich für mich erfasst, was Sexualität eigentlich ist. Und es hängt, glaube ich, auch sehr damit zusammen, in welcher Lebenssituation stehe ich. Wenn ich Sexualität aktiv leben kann, kann es für mich schambesetzt sein oder ich kann das gut finden. Wenn ich Sexualität gut finde und kann es nicht leben, stehe ich wieder in einem anderen Dilemma. Da bin ich zum Beispiel in dem Buch Frau sein drauf eingegangen, was auch das für Singles bedeutet, trotzdem sexuelle Wesen zu sein und das nicht irgendwie wegbeten zu wollen, weil das einfach wichtig ist zu akzeptieren. Ich bin geschlechtlich und ich habe Körperempfindungen, ja, die können wir nicht verleugnen. Das ist die Frage, wie gehe ich dann gut damit um? Gehen wir noch mal auf dieses Wort ein. Sie haben hier ein Poster mitgebracht, wo Sie auf
ja, so diese Vielfältigkeit der Bedeutung eingehen. Können Sie da noch ein paar Begriffe nennen, um das einfach noch mal bewusster zu machen, was dahinter steckt? Ja, das Wort Yada aus dem Hebräischen wird fast 1000 Mal im Alten Testament verwendet und hat viele Übersetzungsmöglichkeiten. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Ich bin ja jetzt keine Theologin, die man direkt übersetzen kann oder auch im weiteren Sinne verstehen kann. Und es hat was damit zu tun, ein tiefes persönliches Kennen, also nicht so ein oberflächliches Kennen. Den Mann kenne ich, der wohnt bei uns in der Straße, aber ich weiß noch nicht mal seinen Namen, aber ich kenne ihn. Oder ob ich jemanden wirklich ganz persönlich kenne. Also Übersetzungsmöglichkeiten sind zum Beispiel erkennen, fühlen, sorgsam sein, über etwas verfügen, vertrauter Freund. Aber auch sowas wie Fortpflanzung, Lust, Klebstelle, ja, also etwas, was Menschen wirklich total verbindet und sie einander sehr nahe bringt. Und das kann ich mit keinem anderen so intensiv erleben wie in der Sexualität. Und da stecken ja auch im Prinzip schon Werte drin, wenn man das so hört, sorgsam sein, guter Freund. Das sind ja, im Prinzip sind das ja Beziehungen oder wird Beziehung auch ausgedrückt. Ist es auch wichtig für Eltern, dass sie sich das bewusst machen, was sie überhaupt da vermitteln wollen? Also dass Sexualität eben nicht nur Fortpflanzung ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es ganz zentral ist, dass wir unseren Kindern ein breites Spektrum von Sexualität vermitteln. Ich meine damit natürlich nicht, dass wir die Schlafzimmertür offen lassen und sagen, wir müssen alles vermitteln, bitte guckt, so wird das jetzt gemacht. Das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das Schamgefühl an der Stelle schon auch sehr wichtig ist, dass es ein sehr geschützter, intimer Bereich ist. Dass Kinder aber lernen als Grundlage, dass es was ist, was ein Beziehungsausdruck ist, was dazu beiträgt, dass ich den anderen zutiefst kennenlerne, dass wir uns vertrauen, dass wir uns nah sind, dass wir ja eine Einheit leben. Da wird ja auch dieses Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, was wir so aus der Bindungsforschung kennen, das wird beim Höhepunkt ausgeschüttet. Ja, das ist auch was, was uns wirklich tatsächlich aneinander bindet. Und Sexualität ist ja auch, wenn man jetzt das im körperlichen Sinne begreift, die Liebe, aus der dann wieder ein neues Kind Gestalt annimmt. Ja, wenn beide die Informationen entsprechend einbringen, dass dann ein neuer Mensch entsteht. Kann das Kindern auch helfen oder Jugendlichen, auch wenn sie das gelernt haben, gut von ihren Eltern, also was das alles bedeutet, auch, sage ich mal, Partnerschaft auf eine gesunde Art und Weise zu entwickeln? Ich würde jetzt mal behaupten, dass Jugendliche sind ja, also Leistungsdruck ist vielleicht das falsche Wort, aber sage ich mal so im Gruppenzwang vielleicht ausgesetzt, was man schon, dass man Freund gehabt haben muss, dies getan haben muss, jenes getan haben muss, gesehen haben muss ja auch. Dass man dann so eine Freiheit vielleicht sogar auch hat, schon als junger Mensch, dass man sagt, ah, ich weiß eigentlich, was so dahinter steht. Ja, also ich glaube, für Jugendliche ist es sehr wichtig zu verstehen, was ist Sexualität und dass Sexualität nicht gleich Liebe ist, synonym zu gebrauchen, sondern dass Liebe noch mal viel mehr ist und auch ein anderer Aspekt da reinkommt, ein anderer Beziehungsaspekt, auch eine Entscheidung zu einer Person. Ich glaube, dass für Jugendliche aber auch ganz wichtig ist, eine gute Basis zu haben, dass sie überhaupt wissen, wie funktioniert sexuelles Lernen, damit sie mehr und mehr verantwortlich mit ihrer Lerngeschichte umgehen können. Sie haben eben so diesen Begriff Druck, Gruppendruck, die Peer Group, es kommt da ja sehr mit rein, angesprochen. Wir leben ja in einem Medienzeitalter, wo Pornografie auch eine große Rolle spielt. Und wenn ich zum Beispiel noch nicht verstanden habe, dass ich beim Gucken eines Pornofilms nicht hinterher entscheiden kann, ob mein Gehirn das speichert oder nicht und das damit auch in meine sexuelle Lerngeschichte einbaut, dann kann ich nicht gut verantwortlich mit meiner Lerngeschichte umgehen. Ich meine jetzt gar nicht, dass Eltern quasi ihren heranwachsenden Kindern immer sagen, das darfst du nicht, da nicht, da nicht, sondern dass es wichtig ist für sie zu verstehen, damit sie verantwortlich umgehen können, was ist Sexualität und was kaufe ich mir ein, was kaufe ich mir nicht ein. Denn diese sexuelle Lerngeschichte, die ist ja kein Computer, auf den ich Informationen speichere und dann sage ich, das und das gefällt mir nicht mehr, dann markiere ich den Bereich, drücke auf Löschen und dann ist es wieder weg. Sondern ich webe Muster in meine Geschichte ein. Der Leiter der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung, Professor Jakob Pasthütter, hat gesagt, man müsste eigentlich vor diese pornografischen Filme so eine Art Warnhinweis wie bei der Zigarettenwerbung machen. Dass das Anschauen dieses Films mit gleichzeitiger Masturbation eine sexuelle Selbstkonditionierung ist, die sexuelle Gesundheit und Partnerschaftsfähigkeit gefährdet.
Was heißt das praktisch? Das bedeutet, ich lerne Muster, die ich unter Umständen über Jahrzehnte dann als Sexualität erkannt habe und, oder abgespeichert habe und dann auch versuche, die entsprechend zu lernen oder auszuleben. Ja? Das heißt, ich versuche dann zum Beispiel in einer Partnerschaft vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin dafür zu gewinnen, dass wir genau diese Art von Sexualität, die ich damals gesehen habe, leben. Das erlebe ich zum Beispiel in der Sexualberatung, dass Paare kommen und der eine sagt, das will ich alles gar nicht, das, was sie oder was er da einbringt. Aber der andere empfindet wie so einen inneren Aufforderungscharakter, können wir das nicht doch irgendwie, versucht von hier, von da, das doch einzubringen. Und es schwer ist, das einfach wieder abzulegen. Das heißt, das ist dann dort, wo auch diese Geschichten aufeinandertreffen und man sich ja auch auseinandersetzen muss, auch als Erwachsener. Ja. Es ist, ich möchte noch mal so auf die, weil Sie gesagt haben, so die eigene Lerngeschichte auch beeinflussen. Mhm. Heißt es Aufklärung, heißt nicht nur, ich präsentiere meinen Kindern und Jugendlichen oder Teenies jetzt zu Hause, das und das ist es, sondern ich führe sie wirklich dahin, auch eigene Verantwortung für ihr eigenes Leben ja letzten Endes zu übernehmen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aufklärung ist ja auch ein Auftrag von Kindergärten und Schulen. Man könnte jetzt ja als Eltern sagen, ja gut, ich habe es grundsätzlich schon verstanden, aber Aufklärung wird ja auch in der Schule angeboten. Mhm. Das reicht mir. Was würden Sie darauf antworten? Also erstmal würde ich sagen, es ist nicht unbedingt Auftrag in dem Kindergarten oder in der Kindertagesstätte. Das hängt wirklich vom Bundesland ab. Vielleicht mag das in einigen Bundesländern, es gibt es Bestrebungen dahin, das zu verankern. Aber es ist zum Beispiel bei uns in Nordrhein-Westfalen tatsächlich verankert als Aufgabe in der Schule. Da soll die Sexualaufklärung die Aufklärung der Eltern ergänzen. Und da muss ich ein bisschen manchmal schmunzeln, ein bisschen auch traurig schmunzeln, weil als Ärztin, die ich in den Sexualkundeunterricht gehe, muss ich darauf antworten, dass ich nur dann etwas ergänzen kann, wenn überhaupt eine Grundlage gelegt ist. Und wenn ich keine Grundlagen von zu Hause meinen Kindern mitgebe, dann überlasse ich Aufklärung der Schule und natürlich auch den Mitschülern und all dem, was noch so meine Kinder erreicht. Ich weiß nicht, wie das hier in der Region gehandhabt wird, ob hier die Kinder auf den Schulhöfen nach Altersgruppen und Aufklärungsstand in der Pause getrennt stehen müssen und sich nicht unterhalten dürfen. Wir müssen uns schon klar machen, also bei uns ist das nicht so, die laufen durcheinander und die erzählen sich alles. Wir müssen uns klar machen, dass im Grundschulalter wir Kinder zwischen 5 und 11 Jahren haben. Und dass, wenn Kinder eingeschult werden und sie wissen nicht, was Geschlechtsverkehr ist, dass das schwierig ist, weil sie Fehlprägungen auch kriegen, weil sie das irgendwie als schmuddelig oder eklig oder was weiß ich wie betitelt bekommen. Und dass sie dann eine negative Grundlage gelegt haben. Mhm. Das heißt, als Eltern diese Verantwortung wahrnehmen, was würden Sie Eltern empfehlen, die das gern anfangen möchten und einfach nicht wissen, wie sie das tun sollen? Ein Seminar besuchen. Ja, ja, eine Möglichkeit. Genau, sein, das mache ich morgen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich mal auseinanderzusetzen mit der eigenen Lerngeschichte, wirklich mal zu gucken, wo komme ich her, wo möchte ich hin. So wie ich beim Navigationsgerät wirklich eine Adresse mit Hausnummer eingeben soll, um anzukommen, muss ich auch in der Sexualaufklärung mir zumindest klar machen, wo will ich eigentlich hin, sonst kann ich mein Ziel gar nicht irgendwie buchstäblich erreichen. Und dass ich dann anfange, je nachdem wie alt das Kind auch ist, mit ersten Informationen. Wir haben auch eine Aufklärungsseite zum Beispiel vom Weißen Kreuz, eltern.gutaufklären.de, wo Tipps sind, wie kann ich Kinder aufklären, wo auch Buchrezensionen sind zu diesem Thema. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel Teenies habe und habe jetzt die ganze Zeit nie gesprochen und denke, oh Mist, jetzt habe ich vielleicht verstanden, jetzt sollte ich sprechen, dann komme ich natürlich, was diese Kinder angeht, oft so spät, dass sie nur noch abwinken. Und das als peinlich empfinden. Ja, sowieso. Ich glaube, die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, die ich dann noch habe, ist wirklich authentisch diesen Teens zu sagen, ich habe für mich erkannt, dass ich nicht aufgeklärt habe und dass das für mich total schambesetzt war. Und ich habe jetzt verstanden, dass es nicht gut war, dass ich viel früher mit dir darüber hätte sprechen sollen. Das tut mir leid. Ich bin ab jetzt ansprechbar für dich zu diesen Fragen. Ich möchte das lernen und ich respektiere aber auch, wenn du jetzt in deinem Alter mit mir nicht mehr darüber sprechen möchtest. Dann wären andere Möglichkeiten da. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Buch für Teenie-Mädchen geschrieben, so im Alter von 13 bis 19 Jahren zur Sexualaufklärung.
wo man auch Kindern Material geben kann. Aber auch das empfinden sie vielleicht zum Teil als aufgesetzt, kriege ich so ein Buch. Man muss eben einfach gucken, wie ist das eigene Kind gestrickt. Eine Aufklärungsseite für Teenager, gutaufgeklärt.de, wo die auch für sich selber gucken können. Mhm. Und wirklich auch so ein offener Umgang mit dem, was vielleicht schon passiert ist oder auch nicht passiert ist. Das ist ja auch schon sehr viel. Gibt es auch die Situation, dass Jugendliche sagen, ich will mit dir überhaupt gar nicht darüber sprechen, egal wie gut das die Eltern probiert haben? Ich glaube, wenn ich es frühzeitig angefangen habe, habe ich Kinder, die mehr oder weniger kommunikativ auf dem Bereich sind. Aber dann ist es eher selbstverständlicher Bestandteil von Kommunikation, der natürlich im Teenie-Alter weniger wird. Und wenn andere dabei sind, schon mal gar nicht. Aber dann wissen die zumindest, im Notfall sind meine Eltern sprachfähig. Ja? Wenn ich ja so gar nicht gesprochen habe, dann habe ich eben Kinder, die auch sagen, das ist ein Thema, was ich bei meinen Eltern nicht anbringen muss. Aber ich glaube, da sind Personen einfach auch unterschiedlich. Ja? Mhm. Und das muss man auch respektieren. Ein Schamgefühl ist auch was Wichtiges, hat was mit dem Immunsystem der Seele zu tun. Scham ist nicht nur negativ, jemanden beschämen, sondern hat auch was damit zu tun, gut auf sich aufzupassen. Ja, das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Hinweis, dass nicht für jedes Kind funktioniert das Gleiche. Es sind ja sehr unterschiedliche Charaktere, auch wo man verschiedene Zugänge auch braucht, um miteinander zu sprechen. Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste bei der Aufklärung? Was sollte man unbedingt vermitteln? Ja, das ist eine sehr umfassende Frage, die Sie stellen. Sehr umfassend. Ich glaube, das hängt sehr vom Alter ab, von dem wir jetzt gerade sprechen. Ich glaube, es ist wichtig, eine gute Grundlage zu legen, was Sexualität ist. Und es ist wichtig, ein gutes Verantwortungsgefühl reinzulegen, dass Kinder mehr und mehr Verantwortung übernehmen können, weil wir uns wirklich klar machen müssen, dass Pornografie über neue Medien schon Grundschulen erreicht, zum Teil auch drunter vom Alter. Und da einfach miteinander im Gespräch bleiben. Ja. Gibt es einen Punkt, zum Schluss die Frage, dass, an dem man dann sagen kann, Aufklärung ist gelungen? Oder stellen das vielleicht die Teenies dann selber mal irgendwann fest? Ja. Oder? Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das können dann die Kinder für sich selber sagen, als selbst erwachsene Menschen rückblickend beurteilen, wie gut aufgeklärt fühle ich mich. Als Eltern sind Kindergäste, die wir auf dem Weg ein Stück begleiten. Ja? Und in bestimmten Jahren kann ich Lerngeschichte mitprägen, indem ich gut aufkläre. Aber natürlich spielen auch, je älter Kinder werden, auch andere Faktoren mit rein, sodass Eltern auch nicht absolut verantwortlich sind für Lerngeschichte der Kinder, sondern gute Grundlagen vor allem am Anfang legen sollten. Und dass ich für mich hinterher als Elternteil sage, ja, das habe ich jetzt gut gemacht, das kann ich, glaube ich, gar nicht so beurteilen. Ich glaube, ich kann an dem Leben meines Kindes auch ein Stück mitsehen, wie verantwortungsvoll geht mein Kind mit den Fragen um. Ja, und letzten Endes, das Kind ist ja dann selbst irgendwann verantwortlich. Auf jeden Fall. Das muss man sich vielleicht als Eltern dann auch sagen. Ja, natürlich. Und ich kann vielleicht auch noch mal mutmachend sagen, aus meiner eigenen Geschichte, dass das wirklich veränderbar ist und dass man in diesem Bild des Orientteppichs Fäden auslaufen lassen kann und neue Fäden reinweben kann. Das geht. Mhm. Vielen Dank für dieses mutmachende Statement am Ende. Wir konnten jetzt ja nur in dieses Thema so ein bisschen hineingucken. Danke, dass Sie diese Gedanken hier mitgebracht haben, auch die Bücher, die Sie geschrieben haben. Und das kann ich noch erwähnen, Sie haben eine Beratungsstelle. Mhm. Gibt es natürlich auch in anderer Art, aber da kann man sich auch noch mal Informationen holen. Schön, dass Sie hier waren. Gerne. Danke. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Natürlich ist eine halbe Stunde viel zu wenig, um dieses Thema der Aufklärung erschöpfend zu besprechen. Wenn Sie Eltern von Teenagern und Kindern sind, hoffe ich, dass wir Ihnen gute Anregungen gegeben haben, Gespräche über Sexualität zu wagen und eine Haltung dazu zu entwickeln, damit Sie das Thema mit Ihren Werten besetzen können. Alles Gute dafür und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.